Also Ja. Revi, ich finde jetzt mal ohne Spaß, du kannst mit Yves und mir nicht so umgehen. Nicht nachdem wir dir treu in allen Kriegen, Okay, in Balu, jeder mir reicht, ich spreng. Situation. Ich, Balu, mir reicht, ich baue deinen Turm jetzt ab. Ich diskutiere nicht mit dir, Ja, viel Balu. Spaß damit, ein paar Balu, ich Stunden. habe dir versucht zu erklären, was für eine Herrschaftsform wir führen, okay? Und ich werde nicht mit dir irgendwelche politischen Diskussionen über diese Herrschaftsform führen. Entweder du akzeptierst die, Balu, oder du leidest darunter, ganz simpel. Aber ich bin Pazifist. Balu, nein, das ist mir total egal, ob du Pazifist bist, trotzdem werde ich dich jetzt töten. Lass uns dann nochmal, wir reden ja nochmal in Ruhe drüber, Balu, würde ich sagen, Balu. oder? Ja, Revi, ich akzeptiere deine Herrschaft. Sehr gut. Yves, möchtest du auch noch was zu vermelden haben, oder? Was zu vermelden? Nee, habe ich Ja? nicht. Ich akzeptiere deine Herrschaft, aber ja. Yves und die der anderen genauso. Gut, dann haben wir das doch geklärt. Das ist doch alles super. Super. Perfekt. Sehr gut. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin froh, dass ihr den richtigen Weg eingeschlagen habt. Schaut mal. Zinus ist auf meiner Seite. Kevin ist auf meiner Seite. Zander, Klim. Was soll uns jetzt noch passieren? Die Einzigen, die gegen uns sind, sind Petrit. Petrit hat geschossen. Hat Petrit Verbündete? Lächerlich, Nee. Petrit. Petrit Traut hat auch sich ja keine keiner, weil man Verbündeten. sofort getötet werden wird. Ja, wir sind halt einfach. Leute, ihr seid selber schuld. Ihr hättet euch genauso gutes Equipment farmen können und euch stark Weißt du, dir Verbündete hat man suchen. das eigentlich in den Popo geschoben. Balu, mir reicht's jetzt. Ich komme zu dir, töte Ich hab dich. doch gar nichts gemacht! Balu, sowas lasse ich mir. Solche Diskretion lasse ich mir von dir nicht. Also, tut mir leid. Ich lasse mir sowas nicht anmaßen, Balu. Du weißt, das da war Revi. Nein. Balu, Jetzt mal ich will. ganz. Nein, nein, ich diskutiere jetzt nicht drüber, Balu. Du hast ja deine Strafe zu ertragen. Aber jetzt mal Ich komme jetzt ernsthaft, zu dir, okay. Balu. Möchtest du dich auf Leute verlassen, auf die du dich noch nie verlassen konntest, oder auf die Auf Leute, auf Kevin die und du dich Zander, immer ich weiß, dass verlassen dieses kannst? Bündnis hält. Revi, Punkt. wir waren Aus immer an Erfahrung. deiner Seite. Immer. Revi, hau ab. Leute, schreibt mal dem Revi, was er machen soll. Balu, das war Nummer 1, ne? Und ich scheue nicht mehr zu tun, ist das klar? Balu? Du weißt, dass ich dein oberster Richter war und genau weiß, wie deine Machtstrukturen funktionieren, oder? Balu, soll ich dir sagen, wer du jetzt bist? Du bist ein Untertan von uns, mehr nicht. Willst du mir jetzt sagen, dass du mir. Akzeptier das und Du schweig. willst mich auf Balu? ein Nichts zurücksetzen? Da, wo du herkommst. Ich hab dich hochgeholt, ich hab dich wieder runtergebracht. Ganz einfach. Schaut euch jetzt an, diese Dekadenz, mit der Balu hier baut. Knochenblöcke. Kann nur meinen Kopf schütteln. Kann Tanzverbot zum Meet and Play kommen? Nein. Ich denke auch nein. Mein Freund, haben wir das soweit geklärt, Balu? Gibt es noch irgendwas anzumaßen? Aber was wäre, wenn wir jetzt dich zum Beispiel töten würden, Herr als Rivi, was Verbündeter ist denn, von wenn du denen? bist jetzt allein? Balu, was hast du Was gegen denn, mich wenn ich jetzt zum auszurichten? Beispiel Ich habe gar nichts vorbeikomme? gegen dich auszurichten. Noch? Ich meine niemals. Ich Balu? habe mich versprochen, das darf man ja wohl mal. Junge, du kannst mich nicht anzünden für einen Versprecher. Ich kann alles, ich bin der König, Balu. Wie das kannst, das ist der oberste Richter, der ist noch nicht seines Amtes Er ist enthoben. nicht mehr oberster Richter. Ich enthebe dich hiermit von deinem Amt, Balu. So, fertig. Dafür Bin musst ich du noch erstmal deine Dienstministerin? Urkunde Ach, Yves, du zurückkriegen. bist Untertanin, fertig. Bitte? Sag mal, was ist denn falsch mit dir? Nein, ich habe einfach lang genug als König hier auf freundliche Miene gemacht. Du willst mir jetzt Mir, erzählen? Hier, Kevin und Aber wir haben dir Zander doch nie was Remix. getan, du bist du denn Du wahnsinnig? Ich bist so dachte, ich wollte behindert. jetzt in. Komm mal Du her. willst hier was. Jetzt bleib hier. Bist du Schweig! bescheuert? Hörst du Schweig! auf? Ich Hörst töte du dich auf? jetzt. Ich töte dich. Ich töte dich. Hier, Töte mich Revi. jetzt, Yves. Ich werde Revi. dich töten. Ich werde dich Revi, töten. bleib hier. Ich habe Revi. keine Angst Revi. Jetzt vor bleib dir. hier. Ich habe keine Angst vor dir. Revi. Du hast als erstes auf mich Lass Yves in geschossen, Ruhe. Ich stelle mich Neandertaler, gerne ey. zur Verfügung. Hör auf. Hör auf. Alter, Hör geht's auf. Seite mit Hier. dir. Auf Seite. Boah, ganz ehrlich, ne? Du kannst deine Yves, du bist Scheiß-Urkunde, selber die ich habe schuld. gekriegt habe, von dir wieder haben. Scheiß auf alles. Nee, Werden jetzt jetzt mal vorbei. andere Seiten Das hier ist vorbei. aufgezogen. Was? Sag mal, du. Yves, alles liegt hier. Ich leg dir sogar noch was Hau dazu. ab! Wo ist Hier, schau mein mal, Buch? Yves. Ein Nein, bisschen hau ab! Gold. Hau ab! Nimm dir das Gold, Yves. Du Schau. sollst abhauen. Ich hab genug Yves, von allem. Ich brauch Revi, deinen Revi, Scheiß nicht. Revi, hier. Was? Ich werfe dir meine Urkunde des obersten Richters, dass ich kündige. Ist mir egal, du Balu, kannst mich nicht du bist entheben, du. wenn ich vorher kündige. Balu, schau her. Balu, schau. Ja, was? Was Schau, schau schau? her. Ja, was? Schau. Ja, ist mir scheißegal. Und das gleiche wird mit dir passieren, Balu. Du wirst brennen. Ich bin Dein Haus wird Feuermagier. brennen. Mir macht Feuer nichts aus. Ist mir sowas von Okay. egal. Ich habe aber gerade schon gesehen, dass du brennst. Ja, Also aber das das scheint heißt ja. nichts. Ein Feuermagier wird durch Feuer Okay. wiedergeboren, du Idiot. Ich will Balu, nichts. Yves, hör mir zu.
Hört mir beide zu. Es ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Eve, es ist nichts vorbei. Natürlich. Ich habe dir heute grundlegend erklärt, dass mein Ruf kaputt geht, nicht deiner. Klar? Nicht deiner! Sollen wir jetzt, sollen wir diese Diskussion nochmal führen, Schatz? Nein, vorbei. Eve? Eve, du darfst gerne bei mir ins Haus, aber bist du weitestgehend sicher. Ich spreng in deinem Haus, ist mir scheißegal. Ich habe jetzt echt die Schnauze voll. Jetzt Eve. Ist echt der Bogen überspannt. Was? Der Bogen ist nicht überspannt, Eve. Ihr Doch. Habt einfach nur anzuerkennen, wer eure neuen Herrscher sind. Ich finde, seine Kapelle könnte einen neuen Anstrich Wie brauchen. Wie geht TNT? Lehnt euch nicht gegen uns auf. Wartet doch einfach mal ab, was die neue Regierung für euch alles möglich machen wird. Ja, aber fängst doch an! Hier, Revi. Du hast auf mich geschossen. Ich muss nur verhindern, dass es so wird wie beim letzten Mal. Ich möchte nur verhindern, dass sich wieder Leute gegen uns auflehnen ohne Grund. Ja, aber das kannst du doch wohl ohne Gewalt erreichen. Nein, scheinbar ja nicht. Beim letzten Mal haben wir es versucht ohne Gewalt. Es hat keinen Sinn gehabt. Ja, scheinbar ja, weil ihr es noch nicht mal versucht habt ohne Gewalt. Herr Revi, habt ihr von Eve oder mir irgendeine Gegengewaltbewegung gemerkt? Irgendwas? Ja, habe ich heute während des ganzen Streams mein Maul gehalten? Ihr habt mir mehrfach gedroht. Und mir sogar noch mal Maul über den Mund fahren lassen? Nein, wir haben dir nicht gedroht. Wir haben nur gesagt, wir lassen uns nicht alles gefallen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Scheinbar müsst ihr das aber jetzt tun, weil ihr nichts anderes machen könnt. Ich zünde jetzt auch noch die Richterurkunde, die du mir gegeben hast, an. Ne? Die brauche ich ja eh nicht mehr. Scheiße. Aber du bist deines Amtes sowieso enthoben. Du bist komplett entmächtigt. Das ist mir auch vollkommen egal. Leute, ihr versteht nicht, warum ich sowas mache. Ich erkläre es euch. Ich mache das, um Cloudfact wieder groß zu machen. Ich möchte einfach, dass es jetzt endlich mal funktioniert. Denn alles Vorherige, dieses Wischi-Waschi, oh, ich bin ein guter König, bläh, hat nicht funktioniert. Ihr seht doch, was daraus ja, gestanden was willst ist. Du jetzt erzählen? Mein Haus wurde gesprengt und jetzt wird mit eiserner Hand regiert. Es wird hart durchgegriffen. Die drei fähigsten Männer haben sich zusammengetan, um diesen Staat zu regieren. Ende. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Schau, Eve, ich bin was sogar ist mit der Wahl? Ist die total irrelevant? Die Wahl? Es gibt keine Wahl. Was? Es gibt keine Wahl? Geh aus meinem Haus raus. Nein. Schön. Ich wollte jetzt dein Haus fertig, ob du hier bist oder nicht. Gut. Ich zünde mal deine Kirche an, ob du da bist oder nicht. Balui, wenn du das tust, ja, ich schwöre dir, ich werde deinen kompletten Turm sprengen. Ich meine es ernst. Balui, ja, versteh doch. Ich war kurz davor, meine Macht abzugeben. Es wären ganz normale Wahlen gewesen, aber nein. Du hast einfach Angst um deine Krone. Classic Man, vielen Dank. Ich bin ja eigentlich so nebenbei noch Psychologe, aber ich merke einfach bei dir, du hast einfach Angst um deine Krone. Ja. Du kannst nicht damit leben, keine Macht zu haben. Und deshalb haben wir uns jetzt alles an Macht genommen, was es gibt. Ganz einfach. So, ich werde jetzt deine ältere Männer anzünden und denen vorher meine Bücher vor die Füße werfen. Balui, wenn du jetzt meine Besucher bei mir anzündest, Gnade dir Gott, sollte einer von denen brennen, Balui, du brennst mit ihnen. Dein ganzes Haus, dein Hab und Gut, deine Familie brennt mit ihnen. Ich zünde alles an, was dir lieb ist, Balui. Ich finde, du übertreibst das gesagt ein bisschen. Sein. Nein, du übertreibst es gerade ein bisschen. Du weißt nicht, mit wem du sprichst, Balui. Sei nicht so negativ. Öffnet euch doch für das Neue. Ich habe ja heute schon einen kleinen Vorgeschmack von dem Neuen erfahren und das hat mir nicht gefallen. Ja, Revi, wir mussten halt heute nur, wenn uns etwas davon nicht gefällt? Was dann? Dann könnt ihr euch ja gerne beschweren. Tun wir gerade. Ja, und ihr merkt, ich höre euch zu. Ein schlechter König würde euch nicht mal zuhören. Ja, aber der wird uns umbringen und das hast du getan. Richtig. Naja, ich muss mich halt zu Wehr setzen. Eve, dein Haus ist damit fertig. Balui, zum Beispiel, was möchtest du gegen uns ausrichten? Erzähl es mir. Weißt du, machtlos. Weißt du, auch ein König muss mal schlafen. Ja? Ja. Und? Selbst wenn ich schlafe, bin ich wachsam. Was ist, wenn der König auf einmal kein Haus mehr hat? Was, wenn ganz Craft Attack fort ist? Was willst du regieren, wenn nichts mehr zum Regieren da ist? Ja, dann regiere ich mich selber. Dann regiere ich alleine über das, was mir gehört. Fertig. Hier, für meinen Kummerkasten hier. Bitteschön. Das ist das letzte bisschen, was von meiner Herrschaft übrig geblieben ist. Und das ist das Problem. Das ist das Problem bei Craft Attack, weil alles weich gespült ist. So, pass mal auf. Weich. Du kriegst es. Alter! Seid weich. Ernsthaft, Baby? Seid weich. Schaut euch an. Eine kleine List und ihr werdet direkt tot. Was würdet ihr ohne mich machen? Was würdet ihr ohne mich tun? Das hier ist ein Jeder Haus des Fremde Friedens. Hätte euch überfallen Alter. Können jetzt. Und jetzt, Eve, okay, das war falsch. Du hast angefangen! Du hast angefangen! Du würdest selbst im Kriegsfall ein Krankenhaus sprengen, oder? Komm, Eve, wir machen jetzt unser Anti-Aggressionstraining. Komm. Nee, darauf falle ich. Ich hätte mich sogar noch belullen lassen von dir, aber jetzt ist es vorbei. Aber ich hab dir gerade was gegeben für den Kummerkasten, bitte. Ja, das tue ich doch auch rein. Ja, aber wir können doch drüber reden. Der Einzige, den das betrifft, ist ja auch noch hier. Ich komm gleich, ey. Geh, du brauchst dich nicht zu nah zu mir setzen, ja? Ey,
Ich habe 1,5 Herzen, weil ich nichts mehr zu fressen habe. Ihr Fettsack. Na danke, aber setz dich trotzdem bitte in eine andere Ecke, ja? Ich kann das nicht mehr haben. Ich kann es einfach nicht haben, wenn du neben mir bist. Oh Junge, was an verzieh dich. So schwer zu verstehen. Also nach Jerusalem. Also mit mir braucht er da jetzt nicht mehr rechnen. Tut mir leid, Balui, aber das kann ich jetzt. Warum nicht? Du musst Balui, wir spielen jetzt die Reise nach Jerusalem, ob du hier bist oder nicht. Hau ab! So, Balui, mir reicht's jetzt. Wir spielen jetzt Reise nach Jerusalem. Hau ab! Stopp. Warum kriegst du mich nicht Schaden? Hauen jetzt hier bei Reise. Hallo, wir spielen Reise nach Jerusalem. Nicht schlag dich nach Jerusalem, Balui. Ich bin fast tot, wenn ich dich einmal haue. Ich will nicht neben dir sitzen, verzieh dich. Ich will aber auf dir sitzen, bitte. Was machst du da? Balui! Der Boden ist Lava! Der Boden ist Lava! Der Boden ist Lava! Gerade schreibt jemand, dass Revi so am Ende wieder rumheult, weil keiner oder weil alle ihm in den Rücken fallen. Genau, das wird's wieder sein. Was soll ich sagen? Dickes Dankeschön an euch. Ja, ehrlich, war saucool mit euch wirklich. Und wir sehen uns Donnerstag wieder zu einer weiteren Folge und dann wird sich entscheiden, wie Crafty Tech weitergeht. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.